Und 2 FPS hat es gebracht. Gefühlt ist es tatsächlich ein bisschen schneller geworden, ehrlich gesagt. Zack, zack, zack. Destroy all the things. Deshalb ist er Ingenieur geworden, der Luca, um alles kaputt zu hauen. Mit einem Vorschlaghammer. Dum-di-dum-di-dum. Ja gut, das wird dann wahrscheinlich nicht ganz reichen, um unser zweites Gebäude auszuklappen, aber wir müssen nicht mehr ganz so viele Material Kits herschaffen oder später produzieren. Mal gucken. Na, ich will ja auch nicht das, ich will ja das hier. Mal gucken. So, können wir uns das hier noch ins Inventar zerren. So einfach kann Recyceln sein, genau. Naja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Dinger sauber abzusetzen. Weil besser als nix sind die Material Kits schon. Und da hinten gibt es jetzt noch unser Raumschiffchen zu besichtigen. Da werden wir uns auch gleich noch die Solarpaneele klauen und den Rest in Schrott verwandeln. Und das müsste noch nah genug dran sein, hoffe ich, dass wir das in die Basis transferieren können. 150 Meter bis zum Rover, das heißt, die Basis ist noch näher dran. So. Pop. Auf jeden Fall nehmen wir uns schon mal das Solarpanel mit. So, und jetzt gucken wir mal. Okay, das scheint irgendwie andersrum gebaut zu sein. Warum auch immer. Oh, 875 Units. Das war gut. Das war gut. Hat sich schon gelohnt, hier rüber zu fliegen. So, mal gucken. 1000 Units. Riesentank. Sehr schön. Wir sollten mehr Tanks zerlegen. Nochmal 50 und nochmal 25 immerhin. Okay, also es wird nicht reichen, trotz allem nicht, aber was liegt da hinten noch für Schrott rum? Was ist das? Was ist da? Irgendwas ist da. Na gut, egal. So, genau. Mit den Material Kits kann man verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, wofür ich die haben will, ist, um das zweite Wohnmodul aufzublasen. Da müssen wir gleich mal gucken, ob das noch reicht. Wahrscheinlich wird es das nicht tun. Aber, also, reichen. Jetzt können wir nochmal gucken, wo bauen wir denn jetzt lustige Solarpaneele noch an. Ich glaube, ich weiß wo. Bremsung und Landung einleiten. So, wir bauen die nämlich hier seitlich einfach an, die Dinger an. Da stören sie keinen, da kann man drunter durchfahren und laufen ohne Probleme. Und sie haben ein schönes freies Feld, um Strom zu ernten. So. Sieht doch nicht schlecht aus. So, andere Seite genau der gleiche Kram nochmal. Gucken, ob ich auf der Flexotube stehen kann. Nein, kann ich nicht. Haben wir das auch beantwortet? Eine große Frage, die die Körbelnation umgetrieben hat, sind die Habitate und Module. Das ist von USI, genau. Vom USI, Umbra Space Industries. Und da gehören ganz viele Mods mit dazu. Unter anderem eben das MKS, das Modular Colonization System. Und genau, da kommt viel davon her.
Leck. Jawoll. So. Letzte Stelle zum Landen. Also, besonders performant ist das immer noch nicht. Ich muss mal gucken. Es gibt auch so einen Mod, mit dem kann man irgendwie die Physics-Cycle, die berechnet werden, ein bisschen runterschrauben. Ich glaube, das wird langfristig wahrscheinlich Sinn machen für diese Basis. Weil ich sonst irgendwann nicht mehr laufen kann hier. Also, Luca kann ja jetzt schon nicht mehr richtig laufen. Sorry, Luca. Aber das sieht echt zu witzig aus. Ehrlich jetzt. So. Können wir bitte irgendwie an das Inventory ran? So, ich leg da meinen Schraubomaten erstmal wieder rein, damit der nicht verloren geht unterwegs. Und dann geht's hier wieder rein. Boarding! So. Damit ist unsere Basis doch erstmal in einem ganz guten Zustand. 3 Jahre, 243 Tage haben wir jetzt Ruhe. Supplies 93 Tage und, jetzt lasst mich mal gucken, immer noch steigend. Jetzt auch mit zusätzlichem Mulch. Jetzt kann das Ding mal richtig Vollgas geben. Ich weiß gar nicht, wir können theoretisch auch noch ein zweites Agroponics anwerfen, aber ich glaube, wir brauchen es gar nicht. Selbst das Agroponics ist nicht unter voller Last. Können wir noch gucken, ob man es umpumpen muss, aber eigentlich sollte der Mulch hier, genau, der wird eh transferiert, oder? Ja. Sehr schön. Okay, dann ja, müssen wir einmal gucken, wie der Name ist. Ich weiß es gar nicht. Rename Vessel. Also, es ist eine Base und wir können es jetzt mal die Minmus Base Alpha wieder nennen. Okay. Gut. Jetzt kommt die große Frage, was wir als nächstes tun. Es gäbe jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir bauen als nächstes. Also hier ist jetzt erstmal grundsätzliche, wenn auch langsame Treibstoffproduktion läuft. Also es passieren jetzt keine Wunder oder so, aber es geht vorwärts und es kommen Ressourcen dabei rum. Aus dem Erz, das wir hier abbauen. Genau, also das funktioniert. Wir können jetzt entweder ein Modul oben an die Raumstation packen, dass wir dort Fuel umschlagen können. Das heißt, es wäre ein Docking-Node mit wahrscheinlich ein, zwei Tanks dran, dass wir da oben eine Tankstelle aufbauen. Wir können einen Pendler bauen, der zwischen dieser Basis und der Raumstation hin und her pendeln kann. Also irgendein Raumschiff mit genug Traglast, um Treibstoff mitzunehmen und 500 um und bei Delta V zu haben, dass man hier hin und her fliegen kann. Oder wir konzipieren ein Intersystem-Shuttle, mit dem wir Leute hin und her fliegen können. Ich befürchte, da habe ich aber noch gar nicht die Bauteile für. Also ihr dürft euch jetzt gerne mal im Chat äußern, während ich mal gucke, wie es mit den Bauteilen aussieht. Ich befürchte, da ist aber der Kasus Knaxus, der uns die Nummer mit dem Shuttle verderben wird. Aber gucken kann man ja mal. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wird eigentlich hier schon gerechnet, dass wir extract 1000 units ore from Minmus? Wir haben doch schon. So, mit dem Shuttle, da ist nämlich, glaube ich, das große Problem, dass wir genau, die Crew-Kabine da erst bekommen. Ja, also wir uns fehlen noch. Wir uns fehlt dieses Modul, dann können wir das Shuttle bauen. Da können wir natürlich potenziell mal die Raumstationen noch kurz abgrasen. Mit ihren Wissenschaftspunkten. Ein bisschen was ist ja bestimmt zu haben. Ich glaube auf. Hatte ich die Kerbin-Raumstation vorhin gemolken? Bin mir nicht ganz sicher.
SSTO ist noch nicht wirklich drin. Ich habe die Technologie noch nicht, um SSTO zu bauen, also Triebwerkstechnologie, um sinnvolles SSTO zu bauen. Und ich will auch tatsächlich ein Schiff schaffen, was gar nicht landen soll, sondern zwischen Raumstationen Dinge hin und her verteilt, also Personal und eben notfalls auch Ausrüstung. Das wäre so der Plan. Dafür brauche ich aber ein paar Science-Punkte noch. Oh, und hier sind die Science-Punkte. Sehr schön. Dann laden wir die doch kurz hoch. Also damit wäre der Strom alle. Damit wäre mein Strom offiziell alle. Sind die alle zu Touris geworden, weil die Habitation natürlich gerade nicht läuft. Sekunde, Sekunde. Gleich geht es mir besser. Ah, jetzt arbeiten wieder alle. Danke. Können wir bitte... die Wissenschaftspunkte übertragen. Genau, also damit ginge das mit dem Shuttle doch. Dann könnte ich nämlich das Teil noch freischalten, weil ich will diese Vierer-Crew-Kabine haben, damit es Sinn macht, damit ich Personal hin und her transferieren kann. Ja, heute ist ein bisschen doof mit dem Strom, das stimmt. So, zack. Haben wir das? Dann können wir runter zum Space Center und uns einmal diese Kabine holen. Ach shit, ist das alles ausgegangen? Oh nein! Danke für den Hinweis. Ich gehe sofort nochmal hin. Ich gehe sofort nochmal hin. Ja, und dann bauen wir uns doch, dann lass uns doch das kleine Shuttle bauen. Und Ugar, danke für dein Follow. Viel Spaß beim Zugucken. Jetzt einmal noch hin und alles wieder anmachen. Ja, aber HEP müsste eigentlich noch laufen, sonst wären die nicht zurück zur Arbeit gekommen. Mal gucken. Mal gucken, ob alles wieder angegangen ist oder. Warum der Strom so eng ist? Weil ich nicht genug Batterien habe, ist vermutlich die Antwort darauf. Und Palmenis, vielen lieben Dank natürlich auch für dein Follow. So. Wir laden kurz die Raumstation. Research wieder an. So. Habitat läuft. Läuft der Recycler? Ne, Agroponics läuft. Wo ist denn der blöde Recycler? Da. Life Support läuft auch. Okay, es ist wirklich nur das Lab ausgegangen. Alles andere ist gut. Alles andere ist gut. Also es passt im Prinzip. Das Ding lädt sich auf, aber es hat halt echt einen hohen Stromverbrauch, wenn es im Dunkeln ist. Da muss vielleicht irgendwann mal ein Reaktor einfach ran. Das ist vermutlich die einfachste Antwort, um das Problem zu lösen. Also dann wäre der Vorschlag, dass ich jetzt so ein kleines Shuttle mal baue, dass wir Personal schon mal im System hin und her bewegen können. Und dann schießen wir das in den Orbit hoch. Dann können wir nämlich unsere Rotationen schon mal ein bisschen zwischen den Raumstationen machen. Das würde vieles vereinfachen. Und nächster Schritt wäre dann zu gucken, ob man dann natürlich hoch und runter zu den, also entsprechend, wir werden für Minmus so oder so so einen Zubringer machen, weil wir den Sprit hin und her fliegen müssen. Und ob man dann nicht guckt, dass man hier auch noch so eine Art Weltraumtaxi sich erschafft. Und da beginnt dann die Idee des SSTOs natürlich Sinn zu machen. So, Crew Capacity 4, sehr schön. Okay. Zack. Gut, haben wir das. Dann lasst uns basteln gehen. Also, wir werden jetzt natürlich... Ah, es soll ja optisch auch ein bisschen was bringen, das Ding, ne? Also es soll ja nicht nur effizient sein oder effizient sein, es soll ja nicht nur seinen Auftrag erfüllen, sondern es soll ja auch noch eine gewisse Ästhetik mit sich bringen. Und das nennen wir mal das Kerbin System Shuttle. So.
Das Kerbin System Shuttle. Und jetzt wird mich wahrscheinlich das erste Mal in den Arsch kneifen. Wo ist es denn mit drin? MK2 Klambotron. Genau, jetzt wird mich wahrscheinlich das erste Mal tatsächlich erwischen, dass ich überall für das Shuttle normale Dockingports anbringen muss, weil dieser Dockingport nur in der Variante normal verfügbar ist. Na gut, das ist dann so. So, Cargo Bay, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Haben wir irgendwas? Close. So. Was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist eine Crew Cabin, damit wir vier Leute transportieren können. Und was wir auf jeden Fall auch mitnehmen, ist ja, Sprit, ne? Hilft ja nichts. Jetzt ist nur die Frage. Jetzt ist nur die Frage, was für einen Antrieb nehmen wir? Also, es gäbe die eine Möglichkeit zu sagen, wir nehmen relativ effiziente Terrier-Triebwerke. Damit hätten wir dann 1600 Delta V. Das reicht eigentlich, um überall im System hin und her zu fliegen. Oder. Wir machen das Ganze über Liquid Fuel. Und fliegen mit Nukular. Gut, da würde es aber Sinn machen, dann nur eins zu nehmen, ne? Das gerade mal so sehe. Nukulargetriebenes Shuttle. Ziehen wir 20, 800, 1200. Nuclear Ramjet using the unshielded nuclear reactor heat incoming air. Okay, ne, das ist keine gute Idee. Luft haben wir nicht so viel. So. Jetzt ist noch die Frage. Ja, eine Cargo Bay hilft für sich selber noch nicht so. R2D2, danke für dein Follow. Und ich überlege aber, ob wir irgendwie. Uns aus der Logistik-Sektion hier noch irgendwas gönnen können. Das würde aber wahrscheinlich unser. So Delta V doch massiv schmälern, ne? Deutlich. Deutlich, deutlich. Ja, Thrust-Weight-Ratio von 0,5 interessiert ja nicht. Wenn wir erstmal im Orbit sind, sind wir erstmal im Orbit, ne? Oh, man könnte natürlich hier sowas machen. Zack. Damit könnte man ein bisschen was mitnehmen. Die Frage ist, was müssen wir transportieren, ne? Also hier sind ja wahrscheinlich ein bisschen Supplies oder sowas drin. Nö. Oh. Oh. Oh, Problem erkannt. Wir haben nicht besonders viel Essen mit dabei. Das sollten wir vielleicht auch noch klären. Sonst werden wir schnell ein Problem bekommen.
So, eine kleine Cupola zum Rausgucken. Und wahrscheinlich zwei Life Supplies. Nee, ich hätte ich schon gern so. Die Frage ist wirklich, wollen wir jetzt eine eierlegende Wollmilchsau draus machen und noch Cargo transportieren oder wollen wir das nicht? Ich würde fast dagegen sprechen, weil uns die Cargo-Tanks, also zum einen sehen sie scheiße aus und zum anderen machen sie uns schwer. So, wie viel Habitation haben wir dann? 30 Tage mit zwei Personen. Ah, Service Bay. Ja, das Problem ist, das wiegt auch wieder, ne? Das zieht auch wieder Delta V runter. Supplies für 27 Tage. Es muss halt schon irgendwie fast jedes Mal auftanken, wenn es irgendwo hinfliegt. Lass mal kurz was nachgucken nochmal. Rocket Fuel, so. Kurzes Ende. Und der kleine Motor. Meine Hoffnung wäre, dass der doch effizienter ist. Ja, ist er aber nicht. Schade. Na gut. Dann bleibt es dabei. So, und jetzt können wir noch mal gucken. Cargo Bay. Ah, da kann man Sachen schon noch mal reinpassen. Zack. So. Welches Mod funktioniert noch nicht in der 1.3? Ach so, die verschiedenen Outfits. Das ist, oh Gott, das hieß irgendwie Colonial Eva Suits oder irgendwie sowas. Ich habe es auch nur noch gehabt wegen der. Wegen der 1.2er Version. Und hab's händisch rüber kopiert. Das funktioniert im Moment nicht. Ich könnte sonst mal den Ordner zusammenpacken und euch im Discord einen Link in die Dropbox geben. So. Gut, wo stehen wir? Wir stehen bei 90 Einheiten Monoprop bei 150 Electric Charge. Achso, man kann das Tanksetup ja mittlerweile ändern, stimmt. Schöne Idee. So, haben wir das? Dann müssen wir ein bisschen Essen einbauen. Es hilft leider nichts. Ohne Essen kommen wir nicht allzu weit. Ups, das war ungewollt. So, damit haben wir 55 Tage Supplies. Dann ist das schon mal geklärt. Dann machen wir irgendwie noch eine kleine Batterie oder sowas rein, damit wir ein bisschen Strom haben während der Überfahrt. So, und dann kommt das einfach zu und keiner bemerkt was. Gut, dann brauchen wir. Das ignorieren wir optisch einfach mal. Dann würde ich sagen, nehmen wir ein bisschen, ja, wie gesagt, so eine Cupola mit, weil. Naja. Fetzt sonst nicht so richtig.
Lasst uns die einfach da hinten. Das ist unser Geschützturm. Zack, dann haben wir zumindest mal 10 Tage, die werden wir auch brauchen. Ich vermute fast, wir sollten zwei mitnehmen, ehrlich gesagt. Weil wir mit 10 Tagen bei voller Fahrgastbesatzung relativ knapp unterwegs sind. So, so haben wir 12 Tage mit voller Besatzung. Das schaffen wir gerade so nach Minmus raus. Das gefällt mir aber optisch auch noch nicht, ne? Ist es noch nicht so ganz. Ich muss jetzt mal ein bisschen tüfteln, dass das optisch hübsch wird. Weil es soll ja auch nicht kacke aussehen, wenn wir mit dem Shuttle unterwegs sind. Begeistert mich jetzt noch nicht. Begeistert mich noch gar nicht, so von der Optik. Eins, eins, null, fünf, eins. Oh, warte mal, vielleicht müssen wir die hier nehmen. Vielleicht ist die ein bisschen besser. Für das, was wir vorhaben. 9 Tage? Hm. Irgendwie ist sie nicht besser. Okay, dann ist es doch diese Cupula wohl. Hilft ja nichts. Eine Cupula hinten. Optisch ein bisschen komisch, geht aber nicht anders. Das, doch, damit kann man auch noch was tun. Wir können nämlich die Scale ein wenig verkleinern. Na gut, das ist ein bisschen arg. Wir können es aber zurechtschieben, so dass das hier nicht so ganz beschissen aussieht. Indem wir hier einen schönen. Was haltet ihr davon? Dann sieht man schön, dass es ein Atomtriebwerk ist. Aber wir haben das Gröbste raus. So. Jetzt überlege ich gerade noch, ob wir irgendwie aufblasbare Habitation-Dinger mitnehmen oder sowas. Aber das sieht dann halt richtig scheiße aus, ne? Aber das wäre so ein Notfallmodul natürlich, mit dem man schon was reißen könnte. Gut, nicht, dass man es irgendwo anbauen könnte, aber gut. Ah, gibt's denn nichts? Ich habe noch nichts, womit man so richtig im Weltall was machen kann. Nope, nope, nope. Aber das sieht ja auch doof aus. Also von der Größe her passt das ja gar nicht ran. Das ist, ist es nicht. Ist nicht die Antwort. Ich hatte gehofft, dass die Dinger hier irgendwie Habitation hätten. Haben sie aber leider überhaupt nicht. Was sehr, sehr schade ist.
Tundra-Modul. Weißt du, wie groß ein Tundra-Modul ist? Also unabhängig davon, dass ich es noch nicht habe. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie noch auf eine elegante Art und Weise Dings versteckt bekomme. Aber ganz ehrlich, dann ist es halt so. Also dann haben die halt Habitation von 12 Tagen. Das reicht, um irgendwie hinzukommen.